Mahlzeit, es ist mal wieder soweit. Ich würde gerne einen Artikel vorlesen, den ich gerade geschrieben habe und damit eine Einladung an alle aussprechen, die Bock auf Flowember statt Covember haben. Man sollte tun, steht da, was man will und nicht, was man gesagt bekommt. Sonst kann man kaum von sich behaupten, frei zu sein. Was aber, wenn man nicht anders kann, als man gesagt bekommt, weil man ansonsten Strafen befürchtet? Ganz einfach, man dreht den Spieß um. Dann folgt ein Flyer, den kann ich ja mal einblenden. In diesem Sinne lädt die Flotology herzlich dazu ein, den Monat November freiwillig und aus sich selbst heraus einfach mal blau zu machen und zu Hause zu bleiben. Es macht einen immensen Unterschied, ob man zu Hause mit dem Gefühl sitzt, dazu gezwungen zu sein oder mit dem Gefühl, es zu wollen. Wie wir fühlen, wichtig jetzt, liegt dabei ausschließlich an uns selbst. Die Entscheidung kann uns keiner nehmen. Die Gedanken sind frei. Statt also den November als Covember im Lockdown zu verbringen, können wir dieselbe Zeit in einen Flowember verwandeln und sie nutzen, wie es ein Guru von sich selbst und niemand anderem tut, nämlich effektiv und konstruktiv. So können wir im Flowember alle getrost zu Hause bleiben, wie es ja eh von uns verlangt wird, und unseren Fokus dabei auf ganz bestimmte Themen lenken und uns darin weiterbilden, eigenständig zu sein und die Verantwortung für uns wieder selbst zu übernehmen. Wir gehen nur raus, wenn es sich nicht vermeiden lässt, tragen brav und mit Friedensfinger unseren Maulkorb aus reiner Nächstenliebe, damit wir nicht aus Versehen jemanden beißen, grüßen unsere Mitmenschen freundlich mit dem Friedensfinger, gehen mit dem Friedensfinger einkaufen und kommen genauso wieder zurück. Nach Hause zurück. Da lassen wir über den ganzen Monat mal den Fernseher und das Radio aus. Zeitungen ersetzen prima die Mangelware Klopapier und lassen sich im Winter auch gut verbrennen und machen warm, wenn es nötig sein sollte. Die gewonnene Zeit nutzen wir, um uns weiterzubilden. Das ist nämlich jetzt der große Unterschied, ob ich da sitze und schimpfe und bleibe, mich weiter mit diesem komischen, bescheuerten Kronending da beschäftige oder mir die Krone aufsetze und sage, Moment, bevor ich mache, was ich soll, mache ich lieber, was ich will, weil hier habe ich gerade eine Möglichkeit dazu. Die gewonnene Zeit nutzen wir, um uns weiterzubilden, deswegen Fernsehen auslassen für den Monat. Für den Monat. Homeschooling, aber anders. Wir suchen uns selbst aus, was uns interessiert und beschäftigen uns damit den ganzen Tag. Und auf diese Weise sehr leicht und einfach mit der größtmöglichen Begeisterung. Dasselbe zu tun, gestehen wir auch unseren Nächsten zu. Wichtiger Aspekt, Familie, Nachbarn, Freunde und allen anderen auch. Und wenn sich jeder damit beschäftigen kann, was ihn interessiert, interessieren uns ja nicht mehr die, die was anderes von uns wollen. Sie werden aus unseren Wahrnehmungen verschwinden, je mehr wir sie einfach ignorieren. Stattdessen leben wir ihnen vor, wie ein eigenständiges Leben funktioniert, das sich vor allem dadurch auszeichnet, dass man sich in Ruhe lässt. Das ist. So, ich soll es nochmal vorlesen, weil. Ne? Stattdessen leben wir ihnen vor, wie ein eigenständiges Leben funktioniert, das sich vor allem dadurch auszeichnet, dass man andere in Ruhe lässt. Weil man mit sich selbst beschäftigt ist. Und seinen Scheiß selber regeln kann. Und ich nicht von anderen irgendwas erwarten brauche. Und Ruhe ist das, was auf dieser Welt vielleicht doch als allererstes mal wieder einkehren sollte. Mit klarem Kopf bekommt man Probleme meist besser gelöst, als wenn man völlig verwirrt durch die Gegend läuft und nicht weiß, was man machen soll. Wer gerade nicht weiß, was er machen soll, findet überall im Netz Inspirationen zu sehr alternativen Themen, die uns alle helfen können. Wer danach sucht, findet unglaublich viele Videos und Berichte zu Themen wie Permakultur, hilft uns, unsere Umgebung essbar zu machen und nie wieder für Essen arbeiten gehen zu müssen, Eco-Housing, Juchten, Lehmbau, Erdhäuser, da fangen wir noch Airships so ein und was weiß ich was alles, hilft uns auf
unkonventionelle Art für unbeschreiblich schöne und winterfeste Behausungen zu sorgen, so dass jeder ein unbezahlbares, weil so gut wie kostenlos zu fertigendes Zuhause hat. In 30 Tagen gebaut. Video folgt unten. Freie Energie, Thema, frei verfügbar, kostenlos für alle, auch mobil, sind ganz viele Leute mit beschäftigt, und wenn die mal ein bisschen gepusht werden und Backup und mal Unterstützung kriegen, dann glaubt ihr gar nicht, was die für Erfolge haben. Amateurfunk, wichtiges Thema, hilft uns im Notfall ohne Internet weltweit in Verbindung zu bleiben, wissen die wenigsten. Uhrzeitcode, habe ich gar nicht fett gemacht, sollte ich fett machen, ist egal, kleiner Fehler, sind ein paar kleine Fehler drin. Hilft uns, der Uhrzeitcode, wieder an nahrhaftes, ursprüngliches, genetisches, sauberes Saatgut zu kommen und unsere Ernten zu maximieren, auch zu Hause. Ja, wenn wir die Permakultur, lässt sich wunderbar verbinden. Einfach mal dafür interessieren. Ihr glaubt gar nicht, was da zu finden ist, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Ubuntu, nächstes Stichwort. Das Lebensprinzip, nicht das Betriebssystem. Ubuntu bedeutet ein Leben auf Augenhöhe. Ich bin, weil wir sind, und wir sind, weil ich bin. Eine Lebenseinstellung, die uns ein Leben wie in einer anderen Welt ermöglicht. Eben in einer, in der alles so läuft, wie wir das gern hätten. Und nicht ständig alle das Leben anderer leben müssen. Und vieles mehr. Glaubt ihr gar nicht, über was ihr dann noch stolpert. Aber wenn ihr werdet auch über Themen stolpern, die auch irgendwie in derselben Kiste zu finden sind, die dann aber mit Anschuldigungen wieder zu tun haben, irgendwelchen Blödsinn, der uns gerade einfach nicht weiterhilft. Selbst wenn wir jetzt wüssten, wer Kennedy erschossen hat, das sind unsere Probleme auch nicht durchgelöst. Versteht ihr, was ich meine? Also, interessiert euch für die konstruktiven Dinge. Und nicht wer schuld an irgendwas und den ganzen Blödsinn und lass uns mal vor allen Dingen einen Monat nicht mehr von Corona reden, schon schlimm genug, dass alle anderen tun. Jeder sollte Zugang zu diesen Inspirationen haben, steht da weiter. Die größte Ungerechtigkeit der Welt existiert nur und nur dadurch, weil von alledem kaum jemand etwas weiß. Und wer davon weiß, ist sehr dankbar, irgendwann mal davon gehört zu haben. Doch man will nicht, dass wir von diesen Dingen wissen und von ihrer Wirkung. Man will, dass wir gehorchen und tun, was man uns sagt. Deswegen sagt man uns, was wir hören sollen, damit wir weiter gehorchen wie Vieh. Und wer dazu keine Lust mehr hat, der kann hier einfach und jetzt, hier und jetzt damit anfangen, was anderes zu tun. Du sitzt eh gerade im Internet, also schmeiß deine Suchmaschine an und fang an zu staunen. Wenn du es nicht schon längst getan hast und zu denen gehörst, für die das alles hier längst ein alter Hut ist, dann kannst du diese Aktion unterstützen, indem du von Guru zu Guru diese Einladung weitergibst, teilst, ne, was, ihr wisst ja, wie das geht. Drück sie jedem in die Hand, von dem du denkst, dass er eventuell auch gern dabei wäre. Aufdringlich brauchen wir dabei nicht zu sein. Das ist nicht Ubuntu. Ubuntu ist Flow. Flowtology und Ubuntu hat sehr viel miteinander zu tun. Mehr dazu unter www.theworldbecomes.one. Einen kleinen Schritt, den jeder gern tun darf und damit einen gigantischen für die Menschheitsfamilie und das Leben auf der Erde, ist sich mit diesem Video auf einen wundervollen Flowember einzustimmen und darauf, was sein könnte, wenn wir täten. Doch eins nach dem anderen. Es folgen weitere Monate, die sinnvoll genutzt werden können, wie der Flowzember und der Januflow. Und da geht es dann eher darum, in vorher gut überlegtes Handeln zu kommen. Kommen wir erstmal ein wenig zur Ruhe, das kann nicht schaden. Viel Vergnügen im neuen Leben, ihr Gurus. Und dann verlinke ich das Video, von dem ich gerade zuletzt gesprochen habe, noch hier auch unter diesem Video. Und dann habe ich damit gerade auch einfach schon damit angefangen. So, dass ich halt gesagt habe, so, ja, wieso morgen erst jetzt Videos über sowas gucken? Dann muss halt schon damit anfangen. Und dann habe ich das Video gesehen und gesagt, geht für jeden, der auch jetzt gerade in diesem Moment anfange. Link in der Beschreibung. Frieden euch allen und Frieden euch allen. Ne?
Weil das ist so ein Ding. Also wenn wir es alle machen, dann haben wir es ja alle. Manchmal ist Logik was echt Lustiges. Manchmal nicht.